Schau Phineas und Ferb im Disney Channel. Na, ist das Spiel nicht der Oberhammer? Es heißt Sprengen und Ducken. Hey, wie hast du denn dein Gesicht da reingebracht? Ganz einfach, mit dieser Kamera. Siehst du? Cool. Dann muss man das machen und das 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 und dann das und das und noch das. Guck. Das ist der Wahnsinn. Stacy, du sprichst mit dem glücklichsten Mädchen in diesem Haus. Jeremy will mit mir zum Sommer-Cotillon gehen. Cotillon, das ist eine Art Tanz. Klar ist das ein echtes Wort. Das wird sicher großartig. Warte mal, mir fällt gerade was ein. Genau genommen noch was anderes. Eins davon hat einen dreieckigen Kopf. Stacy, ich rufe dich zurück. Es ist Zeit für einen Präventivschlag. Was ist außer Springen und Ducken das eigentliche Ziel von diesem Videospiel? Wie der Name schon sagt, Springen und Ducken. Hirni. Ich kann bei diesem Spiel keinerlei pädagogischen Wert erkennen. Ducken. Na siehst du, du hast doch was dabei gelernt. Ich nehme alles zurück. Ich wollte mich nicht abfällig über das Springen und oder Ducken äußern, aber ich denke, mit ein wenig Arbeit lässt sich das sicherlich noch verbessern. Was treibt ihr da schon wieder? Wir spielen ein Videospiel. Das ist alles? Mehr wollt ihr heute nicht tun? Ha, na wenn das so ist, dann ist mein Abend wohl gerettet. Dass ein Videospiel eure Aufmerksamkeit aufsaugen kann. Ich mach mich fertig. Vom Videospiel aufgesaugt? Brillant! Ferb, ich weiß, was wir heute tun werden. Hey, wo ist denn Perry? Guten Morgen, Agent P. Ich habe die Internetaktivität von Doofenschmerz überwacht. Erstens, wir kennen ihr Weihnachtsgeschenk, aber meine Lippen sind versiegelt. Eine Vase. Zweitens hat er sich mit der Molekularstruktur folgender Stoffe beschäftigt. Taft, Satin und was am beunruhigendsten ist, Velour. Ich präsentiere das neue und verbesserte Springen und Ducken. Das erste Videospiel der Welt, das man hautnah miterleben kann. Hey, Ferb, leg den Schalter um. Hey! Sobald man von dem Digitalisierer erfasst wurde, beginnt... Okay, was soll das? Ich hab mir gerade die Haare geföhnt. Das mit dem Strom tut mir leid, Candace. Ferb überprüft gerade den Sicherungskasten. Jeremy wird jeden Moment... Wir sind nirgendwo hin, aber du bist im Videospiel. Was soll das heißen, ich bin im... Wow, wie cool. Wieso ist sie eigentlich zuerst dran? Doofenschmerz, fies sein ist unser Motto. Ah, das Schnabeltier, du kommst zu spät. Warte, ist es schon 11 Uhr? Warte. Jetzt bist du zu spät. Nun, Perry das Schnabeltier, erzittere vor Angst! Vor der wahrscheinlich verdrehtesten, altraumhaftesten Schöpfung, die die Welt je gesehen hat! Dem Ballgladinator. Ja, gar nicht so leicht, in einem Ballkleid zu kämpfen. Und tragbar ist er auch. Bist du elegant, als wolltest du zu einem Cotillon gehen. Das ist ein Wort. Es heißt Tanz. Also, warum habe ich ein Gerät wie dieses wohl entwickelt? Weißt du, damals in Dunkeldorf, als ich noch ein kleiner Junge war, erwarteten meine Eltern die Geburt eines Mädchens. Meine Mutter hatte monatelang hübsche Kleider gestrickt. Unglücklicherweise wurde es kein Mädchen, sondern ein Junge. Und weil wir keinen Strickgarn mehr hatten, musste ich diese Kleider ein ganzes Jahr lang tragen. Das bescherte mir eine Menge Hohn und Spott von meinen männlichen Klassenkameraden. Aber jetzt, dank meinem Ballkleidinator, werde ich der männlichste Mann auf dem gesamten Erdball sein. Verglichen mit den anderen, weil die nämlich alle Kleider tragen werden. Nachdem ich sie mit dem Ballkleidinator getroffen habe, erkläre ich zu viel, ich hätte noch so eine Musical-Nummer vorbereitet. Gut, du hast es kapiert. Pause, Mädels. Holt mich hier auf der Stelle raus. Ich muss mich doch fertig machen. Es gibt noch ein paar weitere Level, die du schaffen musst, um zum Boss zu gelangen. Aber, naja, renn einfach immer weiter nach rechts. Könnt ihr nicht einen Knopf drücken und mich gleich dahin bringen? Oh, du willst cheaten? Nein, geschummelt wird nicht. Springen und Ducken ist angesagt. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Du musst deine Bewegungen an die Höhe der auf dich zufliegenden Früchte anpassen. Ich verstehe nur Bahnhof. Ducken! Jetzt lauf! Ducken! Okay, jetzt musst du springen. Ducken, 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 ducken. Na schön, nicht fallen. Nicht fallen. Mann, vielleicht sollten wir reingehen und dir helfen. Keine Angst, Candace, wir kommen. Hm,
Sie sollten es lieber springen, ducken und wegblasen nennen. Oh, was ist denn hier passiert? Ach, stimmt ja. Candace hat einen Föhn dabei. Folgen wir einfach der Verwüstung. Analog ist aus, so megabyteig aus. Mach dich endlich digital vertraut. Komm und wir verreisen in die Welt aus Nullen und Einsen, wo wir die Helden sind in einem Spiel. Lass keinen Virus an dich ran, sonst stürzt du ab, gehst nicht mehr an. Ja, wir sind digital. Wir sind digital. Ja, wir sind digital. Ja, wir sind digital. Wir sind digital. Ja, wir sind digital. Virtueller Raum ist besser als ein Traum. Cyberspace ist wirklich ausgeflippt. Schalt den Modus um, auch binäres Maximum. Wir drehen voll durch hier in einem Mikrochip. Lass keinen Virus an dich ran, sonst stürzt du an. Irgendwie steht dir das Kleid, Perry, das Schnabeltier. Wie sagt man doch gleich, wer schön sein will, muss leiden. Ich halt jetzt mal den Mund. Ich fang schon wieder an, wirres Zeug zu reden. Warte, du! Na toll, jetzt starren mich alle an. Wow, der Schlosssaal. Nettes Leveldesign, Ferb. Das bedeutet, Candace hat es bis zum Boss geschafft. Genial, komm mit! Hab vergessen, dass Buford der Boss ist. Ein wenig riskant, ihm die Möglichkeit zu geben, uns auszulöschen. Aber er hat sich so gefreut. Hey, Riesenbaby! Lass die Pinselköpfe fallen, du Freak! Niemand schikaniert meine Brüder, außer... Candace, pass auf! Ja, spitze Candace, das war... Phineas, Ferb? Phineas, Ferb! Nein! Candace, was ist denn los? Euch beiden geht es gut? Aber klar, wir haben jeder noch 4 Leben übrig. Moment, ihr habt mich glauben lassen, ihr werdet matt? Wenn wir hier jemals rauskommen, werdet ihr das... Was ist denn jetzt los? Klasse, wir sind zurück. Dann hast du den Boss also besiegt. Ja, war ein Kinderspiel. Cool, wie hast du ihn beim zweiten Mal geschlagen? Wie beim zweiten Mal? Du weißt schon, nachdem du ihn das erste Mal besiegt hast, kommt er doppelt so stark nochmal zurück. Was hast du gemacht? Das letzte Level findet in der echten Welt statt. Lauft! Ach was, der sieht doch ganz nett aus. Oh! Okay, oder auch nicht. Oh, jetzt erkenne ich den pädagogischen Wert des Spiels. Vorsicht, Kleiner, irgendwann komme ich hier raus. Genau so war es geplant. Hey, du! Isabella, nicht! Lass meine Freunde in Ruhe! Nein! Bitte lächeln! Wow, Isabella, das war toll! Nicht der Rede wert. Ich habe mein Weitwinkelobjektiv drauf. Na, gib das! Seegrasgrün, mir stehen eher Herbsttöne. Candace! Oh nein, Jeremy ist hier. Wie soll ich denn jetzt in 3 Sekunden fertig werden? Mach, was wir gerade gemacht haben. Oh nein! Ah! Versucht seist du, Perry der Schnabeltier! Wann haben wir uns denn umgezogen? Gehört das zum Spiel? Oh, da bist du ja, Perry. Und was soll ich machen?
Hä? Wow, du siehst bezaubernd aus. Irgendwie seht ihr alle bezaubernd aus. Danke, das gehört wohl zum Spiel. Okay. Wollen wir gehen, Candace? Ja. Wieso nennt man das eigentlich Cotillon? Frag mich was anderes.